Guten Morgen, liebe Leute. Entschuldige die kurze Verzögerung, ich bin direkt vom Bahnhof gekommen und natürlich war irgendwo eine Strecke gesperrt. Ja, Jossen für Fortgeschrittene. Ich sehe schon einige Leute mit dem Laptop. Die mit Laptop sind natürlich herzlich eingeladen mitzuschauen. Ich muss mich gleich entschuldigen, ich habe da leider noch ein... Es ist nur ein ausgebauter Laptop, darum ist da Windows drauf. Normalerweise bin ich unter Linux. Darum jetzt auch immer wieder leichte Verwirrung, vielleicht wenn manche Icons etwas anders aussehen als gewohnt. Ich frage mal Jossen für Fortgeschrittene, wer würde sich selbst denn als zumindest Jossen schon einmal eingeschalten und verwendet bezeichnen? Okay, also fast alle. Irgendjemand, für den Jossen komplett neu ist? Eins? Okay. Workshop heißt Jossen für Fortgeschrittene. Ich wäre ganz kurz die wichtigsten Einstellungen durchgehen und wie es funktioniert. Und wenn Fragen sind, bitte unterbrechen. Wir haben eh eine Stunde Zeit. Ich werde schauen, dass ich mein Programm in einer halben, dreiviertel Stunde durch habe und danach Zeit für Fragen, weiteres. Ja, für diejenigen mit Laptop haben alle, die Jossen bereits gestartet haben, Internet. Das ist irgendwie so die Grundvoraussetzung. Ja, okay, keine Einwände. Nachdem das hier Jossen für Fortgeschrittene heißt, werden wir mal das erste machen im Jossen. Wir schalten den Expertenmodus ein. Der ist F12 Optionen ganz unten. Den werden wir brauchen. Man sieht da, wenn man das angeht, kommen da ein paar mehr Optionen. Die werden wir nachher brauchen. Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen zuerst einmal Plugins, Stile und so weiter durch, denn wir müssen bei jeder gröberen Einstellungsänderung Jossen sowieso neu starten. Das heißt, es bringt jetzt noch nichts, wenn sich jemand ein Gebiet runterlädt, dann ändere ich eine Einstellung, dann müssen wir neu starten. Darum würde ich vorschlagen, wir machen jetzt alle, die zumindest einen Laptop haben, mal die Optionen auf. Ich stelle mal meine Lieblings-Plugins vor, die ich für einerseits den normalen Mapper und andererseits Experten schwer empfehlen kann. Ich gehe es von oben nach unten durch. Ich kann danach auch gerne eine Liste machen, müsste jetzt nicht alles mitschreiben. So, was verwende ich normalerweise zum normalen Mappen? Die Building Tools, ganz kleines Ding, schneller rechteckige Flächen zeichnen. Zeige ich nachher ganz kurz vor, ist nur so eine Sache von einer Minute, aber die kann ich empfehlen. Ganz wichtig, wenn man größere Gebiete in einem Rutsch bearbeiten möchte, ist das Continuous Download Plugin. Ihr kennt diese Funktionalität von ID oder Botledge. Das heißt, beim Pannen und Herumzoomen werden automatisch Gebiete nachgeladen. Schwer zu empfehlen, man muss nur ein, zwei Dinge beachten, sobald es dann aktiviert ist. Für hübsch Flächen zeichnen, Contour Merge, zeige ich nachher aus, warum man das braucht. So, da sind ein paar Libraries. Ganz nettes Feature werden wir hier jetzt eher nicht brauchen, aber zu Hause ganz praktisch oder in Gebieten, wo viele Leute gleichzeitig mappen, GeoChat, da kriegt man einfach eine Chatbox mit Mappern, die in der Gegend auch gerade den Jossen offen haben. Für die Open Data Freaks, GeoJSON Plugin wurde vor kurzem aktualisiert, kann ich schwer empfehlen zum Austausch mit QGIS. House Number Tagging Tool für alle, die noch immer daran sind, Hausnummern einzutragen oder in Gegenden wohnen, wo das noch nötig ist. Import Image Plugin, ja, kleines Ding, erlaubt dem Jossen einfach einen Ordner mit JPEGs, die georeferenziert sind, aufzumachen und pappt die dann auf die Karte. Library, was geht's dann weiter? 3D schaue ich heute nicht an, das ist, ich weiß nicht, vor einem Jahr war es noch nicht so ganz stabil. Das sind die Kenzi 3D-Tools. Kleines Ding, Measurement, wer es braucht, hin und wieder braucht man es. Open Data Plugin zum Lesen von Shapefiles. Viele Open Government Data werden leider immer noch als Shapefile zur Verfügung gestellt, damit kann man sie zumindest lesen. Opening Hours Editor, ganz praktisch, grafisches Tool für Opening Hours, zeige ich nachher kurz vor. PBF, ja, warum das immer noch nicht integriert ist, frage ich mich, aber okay, so halt als Plugin zum Lesen von PBF-Files. PicLayer ist für diejenigen Leute interessant, die als Open-Data-Quellen noch immer irgendwelche TIFFs oder JOTPEGs, Scans von Karten bekommen und die gerne im Hintergrund reinlegen möchten. Reverter-Plugin, einfach erklärt, kann viele Probleme machen. Ja. Reverten ist eine Sache für sich. Ich habe letztens den Tipp bekommen, wenn es nicht funktioniert, Overpass ausschalten.
Aber Reverter-Plugin brauchen wir. Macht nicht viel Funktionalität, aber ja, ist einfach dringend nötig. So, auch wieder für Gebäudefreaks, Terracer. Terraced Building heißt auf Englisch Reihenhaus. Zeige ich nachher kurz vor. Ganz klein, aber witzig. Das Turn Lane Stacking Plugin, hat das schon jemand ausprobiert? Das ist vor kurzem neu rausgekommen. Turn Lanes Plugin, anyone? Schon ausprobiert? Okay, dann werden wir es heute einfach ausprobieren. Ist nämlich erst seit ein, zwei Wochen herausgekommen, ich glaube von Mapbox oder so. Ja. Turn Restrictions, Turn Restrictions kennt jeder, blöd zum Setzen, mit dem geht es leichter. Auch weiter so ein kleines Ding, Undelete. Botlatch 1, glaube ich, hatte die Funktion zum Undeleten von Objekten. Damit geht es jetzt auch im Chosen. Und das letzte, das wichtigste, nennt sich Utils Plugin 2, unscheinbarer Name. Aber ja, wenn ich ein Plugin empfehlen kann, dann dieses. Stellt einfach weitere Editing-Funktionen zur Verfügung. Utils Plugin 2. Also wenn ihr euch nichts merkt, das bitte merken. Und dann zum Schluss noch persönliches Projekt von mir, Wikipedia mit kleiner Wikidata-Unterstützung, wer es braucht. Wie bei immer den Plugins anhaken, okay, und dann fragt er normalerweise zum Neustarten. Bevor wir allerdings neu starten, möchte ich gleich die zweiten Dinge durchgehen, wo wir Erweiterungen für Chosen brauchen. Chosen lässt sich nicht nur mit Plugins erweitern, sondern auch mit Kartenstilen, was einfach das Kontrollieren von Gebieten für spezielle Tags oder Dinge, die man sich gerade kümmert, leichter macht. Und Tagging Presets. Tagging Presets, ja, sagt glaube ich alles. Es sind in Chosen nicht sonderlich viele drin, aber damit lassen sie sich mit den Erweiterungen der Tagging Presets, auf Deutsch heißt es Objektvorlagen. Die Objektvorlagen findet man unter diesem Raster-Ding, wo hinten da eine kleine Kugel ist. Kartenstil und Objektvorlagen sind da drin. Objektvorlagen, ja, was kann ich da empfehlen? Was ich heute durchgehen werde, ist das Turnlanes. So, wo ist es? Turnlanes heißt wahrscheinlich irgendwie auf Deutsch anders. Weiß das jemand auswendig, wie das Ding auf Deutsch heißt? Fahrspur. Dankeschön, das ist es nämlich. Okay, den Rechtsverkehr werden wir hoffentlich hier noch nicht brauchen. Aber das Fahrspur- und Straßenattribute. So, Fahrspur, nicht das von Skyper, sondern das von Martin von Wald. Wo ist es? Juhu. Na, wo ist es? Fahrspurattribute. Okay, alphabetisch sortieren. Okay, kann mir jemand erklären, warum das da jetzt bei mir gerade nicht drin ist? Freie Tonne, Fahrspur. Okay. Na gut. Hat das, bei euch ist das drinnen, Fahrspur und Straßenattribute? Woher kommen diese ganzen Plugins, Stile, also Plugins nicht, aber Stile und Objektvorlagen? Da gibt es im Chosen Wiki eine Liste, wo es jeder eigene eintragen kann und die werden dann hier zur Verfügung gestellt. Ich frage mich gerade, ob das Wiki irgendwie gerade hinüber ist, oder? Na gut, okay. Wie die Dinge hinzufügen, anklicken, Pfeil nach rechts, dann kommt's. Hier gibt es leider noch keine Suchfunktion, bei den Plugins gibt es schon Suchfunktionen, sonst hätte ich das jetzt wahrscheinlich schneller gefunden. Was man zusätzlich noch empfehlen kann an Objektvorlagen, einfach, dass es ein bisschen mehr hat, sind die Handwerker. Dann gibt es irgendwo neue Tags. Genau. Das sind einfach bunt gemischt aus dem Wiki alles, was irgendwie neu in Proposed ist drin. So. Beim Indoor-Tagging gibt es irgendwie so mehr verschiedene Dinge. Das lasse ich jetzt auch weg, weil sich da irgendwie noch keiner einig ist. Ganz einfach, einen öffentlichen Bücherschrank nehme ich meistens auch mit. Einfach, weil er sonst nirgends enthalten ist. So. Ja. Ich weiß schon, warum ich die Fahrspurattribute nicht gefunden habe, ist keine Vorlage, sondern Plugin, das ist unter Kartenstile. So, Fahrspur- und Straßenattribute, genau. Bei den Stilen auch, was einem beliebt, ich empfehle immer die Fahrspur- und Straßenattribute, die ich im Vorlagending so lange gesucht habe.
persönliches Projekt von mir, Rollstuhl-Routing, habe ich auch selbst eine Vorlage geschrieben. Das ist für die Micromapping-Freaks, die gerne jeden Gehsteig und jede Gehsteigkante einzeln mappen. Ich zeige es nachher kurz vor, wie es aussieht. Muss man nicht machen. Wo man den Stil wahrscheinlich am besten sieht, ist bei den Höchstgeschwindigkeiten, den nehme ich schnell mit. So. Und ansonsten, ja, was einem beliebt. So. Ich drücke jetzt mal OK, dann fragt er mich sicher zum Neustarten. Ja, natürlich. Wir machen das jetzt am Anfang, damit wir das nicht während des ganzen Workshops ständig machen müssen. Neues Plugin, Neustart, neues Plugin, Neustart. Ja, wer von euch kennt Mapillary? Schon mal im JOSN damit gearbeitet? Soll ich es noch herzeigen? Ja. Okay. Mapillary ist in dem Fall ein Plugin. So, dass ich da jetzt natürlich noch nicht installiert habe. So. Nein, ist es kein Plugin. So, schauen wir mal ganz kurz. Weiß jemand, wie es in Salzburg mit Mapillary aussieht? Gibt es da schon viele Tracks oder Salzburger hier? Okay, ich bin ja auch kein Salzburger. So. No. MapQuest. Okay. Wo ist das Mapillary? Ja, da ist es. Mapillary. So. So. So, bei manchen Plugins funktioniert es, dass man nicht neu starten muss. Mapillary ist leider keins davon. Mapillary ist, wer weiß nicht, worum es bei Mapillary geht? Okay. Mapillary ist ein, ich sage mal, halbfreier Ersatz für Google Street View. Es geht darum, dass jedermann dort eigene Street View Fotos hochladen kann. Das funktioniert meistens über die App. Die Idee ist, dass man sich die App entweder aufs Fahrrad schnallt oder ins Auto-Dashboard klemmt, was in Österreich verboten ist, oder einfach in der Hand hält und regelmäßig Fotos von Straßenabschnitten macht, die dann zu Mapillary hochgeladen werden. Der Vorteil von Mapillary für uns ist, die Mapillary Software ist zwar an sich unfrei, die Bilder liegen auf Mapillarys eigenen Server, aber wir haben für die OpenStreetMap die Erlaubnis, die Mapillary-Fotos uneingeschränkt zu verwenden. So, probieren wir es nochmal. Mapillary findet man dann unter Hintergrundbilder. So, was ihr da jetzt seht, ist das Continuous Download Plugin. Ihr seht, die geschraffierten Flächen verschwinden jetzt schön langsam. Das heißt, beim Weiterpannen lädt das Continuous Download Plugin automatisch nach. Die Box kann man abschalten, die Nachladebox. Aber jetzt zeige ich noch schnell Mapillary her. Hintergrund Mapillary. So, jetzt kommen dann neue Layer-Ebenen. Das heißt, es ist ein neuer Layer gekommen, Mapillary. Ein- und ausschalten. Und man kann jetzt auf jedes einzelne dieser Mapillary-Bilder draufklicken. Und das machen wir jetzt einmal groß. Jo, und man sieht da auch auf der Karte, wo jetzt gerade wir uns befinden. Es gibt dann noch nächstes Bild, wo man dann einfach weiterschalten kann. Das war scheinbar irgendwo eine Busfahrt, der war zu Fuß unterwegs. Bei Mapillary kann man die Abstände, in welchen Fotos geschossen werden, einstellen. Ja, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird es wohl ungefähr alle 10 Meter ein Bild sein. So, wo man jetzt zu Fuß ist, ist es wohl eher alle 1 Meter ein Bild. Das sind jetzt nicht ein paar Informationen, das sind jetzt schon da, von wann das Bild ist, Benutzername von Bild, okay, 2016, das heißt relativ aktuell, daran kann ich mich wohl halten. Man kann auch das Bild bei Mapillary direkt ansehen, ja, wo man dann zum Beispiel Bilder melden kann, als es ist nicht alles verpixelt. Mapillary versucht automatisch Gesichter und Kennzeichen zu verpixeln, ja, funktioniert natürlich nicht immer hundertprozentig, man kann auch Bilder melden, falls Content drauf ist, der nicht geeignet ist, ja. Okay, also das ist so wie das Mapillary-Plugin. Wenn man die eben nicht mehr braucht oder so einfach wegschalten. Danke. Das Fenster mache ich jetzt auch wieder zu. So, wir sehen hier schon einige Dinge. So, wir haben hier etwas bunt gesehen. Das war zum Beispiel schon mal Kartenstile. Wer die Kartenstile nicht automatisch findet, die sind links bei einem, bei so einem Farbtablett. Kommt man zum Kartenstilfenster, standardmäßig ist nur JOSN eingeschalten, sonst ist der Wireframe.
Und hier, ich empfehle bei den Kartenstilen, vor allem wenn man mehr davon installiert hat, einfach nur das dazu zu schalten, was man gerade braucht. Wenn ich mich um Höchstgeschwindigkeiten kümmere, schalte ich den Höchstgeschwindigkeitenstil dazu. Wenn ich mich um die Fahrspuren kümmere, schalte ich den Fahrspurstil dazu. Aber ich werde nicht alles gleichzeitig, denn wenn ich alles gleichzeitig einschalte, dann schaut es dann irgendwie, ja, sieht man dann bald gar nichts mehr. Jetzt habe ich nur 3 drauf, aber wenn es dann noch 10 oder so werden, jetzt einfach nur ein Kauderwelsch, einfach nur mit dem arbeiten, mit was man gerade, ja, welchen Themenbereich man gerade abdeckt. So, jetzt habe ich gesagt, zum Continuous Download gibt es noch Einstellungen. Das würde ich jedem empfehlen, nachdem das Plugin installiert wurde, einmal drüber zu gehen. Es gibt im Einstellungsmenü Continuous Download, das sind diese 3 Pfeile nach unten. Und da gibt es 2 Dinge, die man unbedingt umschalten sollte. Schwere Empfehlung. Und zwar beim Start aktivieren weg. Warum? Ich lade einen Bereich runter und das Erste, was passiert, ich habe natürlich nie genau das Rechteck runtergeraden, wie groß gerade mein Kartenfenster ist. Es ist immer irgendwo eine schraffierte Fläche. Das Erste, was passiert, Continuous Download lädt nach. Ganz blöd ist, auch wenn ich nicht dran denke und ich zoome raus, 5 Zoomstufen und dann versucht er wieder die halb Europa runterzuladen, auch nicht gut. Das heißt, das Ding ist etwas, was man nur bei Bedarf aktiviert, wenn man in niedrigen Zoomstufen arbeitet. Und auch die Fortschrittsanzeige würde ich gerne unterdrücken. Das sind die 2 Einstellungen zum Continuous Download Plugin. So, dann würde ich gerne 1-2 weitere Plugins vorzeigen. So, jetzt müssen wir irgendwo ein Gebiet finden, wo noch keine Häuser sind. So. Ja, schaut schlecht aus in Salzburg. Ah, das ist noch was. So, zum Häuserzeichnen. Ist jetzt zwar kein Fortschrittstool, aber das, wenn man das Buildings-Plugin noch nicht kennt, das muss man gesehen haben. Hintergrundbild in Österreich zu empfehlen, die Geo-Image oder Basemap-Orthofoto. Geo-Image sind georeferenzierte Bilder mit bis zu 1 Meter Lagegenauigkeit. Schwer zu empfehlen in Österreich. Stammen von den Vermessungsdiensten der Bundesländer. So, und da haben wir schon mal ein paar Häuser. Buildings-Plugin B. Cursor ändert sich zu einem kleinen Häuschen. So, so ist es noch ganz normal. Ich will ein Haus zeichnen. So, Klick. Okay. Macht automatisch ein Häuschen und setzt gleich Tag Building Yes. Ja, soweit so gut. Wenn ich da jetzt mehr als ein Häuschen zeichnen möchte, ja genau. Da sind zum Beispiel Häuser, die sind relativ im gleichen Winkel. Dann habe ich das Buildings-Plugin eine weitere Funktion. Sobald ich etwas aktiv habe, merkt er sich die den Winkel, in dem die Gebäude oder die markierten Linien ausgerichtet sind. Wenn ich jetzt ein Gebäude zeichne, brauche ich pro Gebäude nur mehr 2 Klicks. Oder auch, wenn ich es nicht mit Klick mache, einfach ziehen, aufziehen, loslassen. Das heißt, nur einmal Maustaste drücken pro Gebäude. Hier haben wir es soweit zum Buildings-Plugin. Eine weitere Funktionalität ist, wenn ich irgendwo eine Adresse habe. Okay, hier habe ich gerade keine, mache ich schnell eine. In Österreich, Basemap, Kataster. Nicht immer zu empfehlen in jeden Gegenden. In den größten Städten, wo sich die Vermessungsämter darum kümmern, ja, bitte verwenden. Nur in den kleinen Gemeinden, wo der Gemeindemitarbeiter 1 Stunde pro Monat sich um die Vermessungsdaten kümmert, nicht nehmen. Kataster in Österreich, am Land, unzuverlässig. Okay. Abgesehen davon, dass die Hausnummer oft auf irgendwelchen Gartenhäusern sind. Ja, das hat einen ganz einfachen Grund in Österreich. Die Hausnummern wurden nicht immer zentral erfasst, sondern irgendwann haben die mal einen Azubi durch die Landstraßen geschickt und der hat einfach auf die Karte, wo die Hausnummer geklebt ist, die Hausnummer draufgemalt, was meistens die Garage war. Also nicht gerade das Haus selbst. So, machen wir schnell eine Hausnummer. Hier kann ich auch gleich das Hausnummer-Tagging-Tool vorstellen, in dem Fall, das ist auch eins der Plugins, das war K. In dem Fall sage ich etwas Kant ist AT. State haben wir nicht in Österreich, keine Ahnung, lasse ich weg. Ich will jetzt nur die Hausnummer 2 setzen. Und hier stelle ich ein, ich würde gerne die Hausnummer inkrementieren. So, 2. Ja, das Building hat er auch automatisch gesetzt, brauche ich jetzt nicht. So, und jetzt, wenn ich jetzt wieder einen Punkt setze und nochmal K drücke, inkrementiert er die Hausnummer auf 4. Das heißt, ich könnte jetzt da gleich Hausnummer 6, danke, und so geht's weiter. So viel zum Hausnummerndecken, geht so wesentlich schneller. So, weitere Eigenschaft der Building Tools, wieder anderes Plugin. Wenn ich ein Gebäude zeichne, das mache ich jetzt nur zum Herzeigen, bei dem Haus macht es jetzt nicht viel Sinn. Wenn ich ein Gebäude zeichne, setzt er mir automatisch, wenn es denn aktiviert ist in den Einstellungen, Daten,
Lustigerweise ist es da drinnen. Unter Datengröße des Gebäudes festlegen, kann ich festlegen, ob er die Hausnummer übernimmt. Okay. Adresspunkt unter Gebäuden. Haben Sie inzwischen standardmäßig abgeschalten. Also wenn ich jetzt wie ein weiteres Haus zeichne und ich mache es so, flutsch, kopiere mal die Tags von dem Adresspunkt runter aufs Gebäude. Gerne verwenden, nur nicht in Dänemark bitte. In Dänemark gibt es die Spezialität, da werden die Hausnummern aus dem Kataster regelmäßig synchronisiert als Punktdaten. Dort bitte nicht die Punkte auf die Adressdaten der Punkte auf Gebäude übertragen. In Österreich gibt es den Konsens, mach's wie es will. In Deutschland ist das wahrscheinlich ähnlich, je nach Stadt unterschiedlich. In Österreich haben wir auch noch die Eigenschaft, Eckhäuser haben bei uns zwei Hausnummern. Da macht es natürlich keinen Sinn, da lassen wir zwei Punkte in den Eckhäusern. Ja, so wie üblich. So wie es gerade passt machen. So. Etwas, was ich auch gleich herzeige, sollte ich... Bitte? Darf ich dazu den Gebäuden nur was fragen? Ja. Wegen der Positionierung von dem Rahmen. Also meiner Erfahrung nach macht es mehr Sinn, dass man die Sachen etwas unterschneidet, weil Straßen einfach oft gehen besser über Straßen drüber. Ja, auf jeden Fall. Und zu höheren Gebäuden auch noch etwas. Ich war jetzt hier etwas schlampig und habe das Gebäude, ja, so irgendwie den Umriss aufs Dach gezeichnet. Hier sieht man schon, das ist eine leichte Schrägaufnahme. Es würde sich empfehlen, den Grundriss danach auf einen der Eckpunkte am Boden zu verschieben. Schön kontrollieren kann ich es, ob ich es ungefähr hingekommen habe mit dem Kataster. Hier sieht man auch, dass im Kataster etwas kleinerer Grundriss drinnen ist, als ich jetzt vom Hausdach abgezeichnet habe. Ja, es kommt ein bisschen aufs Augenmaß drauf an. In der Stadt, wo kleinere Dachüberstände sind, kann man sich aufs Dach halten. Gerade in Salzburg, wo es Usus ist, dass das Dach 1,5 Meter über der Hauskante rausragt, ist ja praktisch zum Drumherum gehen, sollte man sich eher schauen, dass man irgendwie vom Kataster den Grundriss herbekommt. Hier jetzt auch noch etwas Kleines. Ich habe gesehen, hier sieht man, ich habe die Gebäude etwas schief eingezeichnet. Mit Steuerung und Shift kann ich die Gebäude drehen, oder eigentlich alle Elemente drehen. Mit Steuerung Alt kann ich das in der Größe verändern. Ein kleines Ding, was zuerst ein Plugin war und jetzt im JOSM integriert ist, zeige ich jetzt auch gleich her. Ich nenne es einfach nur Taste W. Damit kann man schnell... Okay, W. Habe ich jetzt mich jetzt verdrückt, oder? Genau. Wenn ich eine Kontur angeklickt habe und ich drücke W, kann ich schnell Eckpunkte dieser Konturen verändern. Ich brauche jetzt nicht in Select-Modus gehen, den Punkt auswählen, den Punkt ziehen, sondern ich klicke einfach dahin, wo ich den Punkt gerne hätte. Das Gummiband ist automatisch in der Nähe der Punkte, wo der Cursor ist. Und so kann ich sehr schnell Konturen anpassen. So zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine Kontur vergrößern will, mit Steuerung kann ich Punkte hinzufügen zur Kontur. Hier. Um dann hier rauszuziehen. Und wenn ich jetzt hier rausziehen will, habe ich ein Problem. Ich will eigentlich von hier weg, aber nicht hier. Das geht noch, aber da bin ich mir auch nicht mehr sicher. Okay, in dem Fall kann ich Shift drücken zum Locken. Shift lockt mir zwei Punkte, dass das Gummiband überall hinziehen kann und es nicht automatisch zum nächsten switcht. Und wenn ich hier jetzt der Steuerung Shift drücke, kann ich hier schnell neue Konturen zeichnen. So. Ja, so viel zum Konturen zeichnen. Das war zuerst mal Plugin, inzwischen ist das integriert im JOSM. Wo wir gerade hier sind, wo wir auch ein Häuschen haben, das so, etwas kleiner, das eigentlich laut Luftbild aus drei Häusern besteht, dann kommt das Terracer-Plugin ins Spiel. So, Terracer ist Reihenhaus, wo ist das? Gebäudeabteil, Shift-T. Und zwar hier stelle ich ein, wie viele Abschnitte hätte ich denn gerne? Drei Abschnitte. Danke. Ganz praktisch, das funktioniert auch mit Adressen. Jetzt machen wir Steuerung Z. Ich habe vorher im Kataster gesehen, das ist Hausnummer 2 bis 6. Kann ich das auch Adressen eintragen? Ich sage, ich hätte gern von Hausnummer 2 bis Hausnummer 6. Er weiß, dass Hausnummern normalerweise entweder gerade oder ungerade sind. Das heißt, er macht mir drei Abschnitte draus und nummeriert die Hausnummern automatisch durch. 2 hier bis 6, ja, da habe ich gesehen, ist verkehrt. Darum gibt es hier die Funktion Gebäudeteilung umkehren, da JOSM ja nicht raten kann, wo 2 und wo die höhere Hausnummer ist. Ja, 2 bis 6. Könnte ich natürlich jetzt hier bei diesen ganzen Häusern auch machen. Wie viel Sinn das jetzt macht, ja, zum Vorzeigen.
So viel zu schnellen Zeichnen von rechteckigen Flächen. Ein Kollege von mir hat das Hausnummern, das Building Tools etwas, ich würde nicht sagen missbraucht, aber anderweitig verwendet für Swimmingpools. Swimmingpools sind auch meistens rechteckig. Man kann in diesen Gebäudedaten Größe des Gebäudes festlegen, auch zusätzlich einstellen, welche Tags gesetzt werden, wenn ich mit den Buildings Tools ein Rechteck zeichne. Hier könnte ich sagen, okay, und erweitert, welchen Schlüssel ich gerne drauf hätte. Wenn ich denn unbedingt 100 Swimmingpools pro Siedlung zeichnen will, dann ändere ich den Wert für die Zeit, wo ich die Swimmingpools zeichne, auf Leisure Swimming Pool Access Private. Mhm. Weil die sind ja auch dann so eine große Fläche und dann sind das zwei wirkliche. Ja. Wenn man einen Kartenstiel hat, der die Linien einzeichnet, dann möchte man das halt als einzelnen Platz erfassen. Natürlich, ja. Man muss bloß eben aufpassen, dass da nicht die Linien gleich irgendwas erscheint. Das ist so der Fokus. Weil das macht er irgendwie immer dazu. Mhm. Ja, eben das Building, das kann man da, den Deck kann ich hier einfach löschen. Das kann man da löschen. Ja. Mhm. Ja, und dann zum Beispiel eben den. Ach, keine Autovervollständigung. So. Swimmingpool und dann mache ich noch, weil die meisten Schwimmbecken Access Private sind. Private dazu. So. Ah, Fadenkreuz rotieren kann ich hier auch noch einschalten. So, okay. Und haben wir jetzt irgendwo da einen Swimmingpool? Ah ja, da ist ein Swimmingpool. So, in dem Fall B für Swimmingpool, ja. Ich habe noch etwas selektiert, darum behält er mir die Winkel. Escape, dann kann ich mit dem den Swimmingpool neu zeichnen. So, Swimmingpool. Ja, wie gesagt, geht natürlich für Tennisplätze und sonstige Flächen. Was ist noch zum Herzeigen? Plugins. Ich mache jetzt gleich mal das Opening Hours Plugin. Dieser Swimmingpool hat natürlich Öffnungszeiten. Das Opening Hours Plugin findet ihr in Daten Öffnungszeiten. In dem Fall nehme ich einfach Opening Hours. Ich lade es dann nicht hoch. Und hier kann man ganz einfach Öffnungszeiten grafisch festlegen. Geht so wesentlich schneller. Es geht nur für einfache Dinge. Zum Beispiel fehlt mir schon mal in Österreich wichtig die Public Holidays. Die meisten Dinge sind in Österreich an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Das muss man dann händisch ergänzen. Aber alles von, was unter der Woche ist, geht damit leicht. Er nimmt irgendwie immer die effizienteste Methode. Das heißt, wenn ich das so mache, habe ich hier zwar diese zwei Flächen, aber er fasst zusammen. Wenn ich jetzt eins davon wieder größer mache, splittet er es wieder auf. Und hier ebenso, wenn ich das kleiner mache, mache das auf die effizienteste Variante, Dienstag bis Samstag, Mittwoch aus. So, der bekommt jetzt keine Öffnungszeiten. Das kann man natürlich auch für Leerungszeiten von Postkästen, für Service Times, für Kirchen und so weiter verwenden. Ja, was haben wir dann noch? Kontur-Merge. Etwas, was gerade diejenigen, die gerne Land-Uses zeichnen, hin und wieder gut brauchen könnten. Haben wir irgendwo Land-Uses? So. Ah, da schaut es eh ganz gut aus. Schauen wir mal, ob es da irgendwas gibt, was einer Nachbearbeitung bedürfte. Okay, hier sieht es gut aus. Was hier schön gemacht ist, dass die beiden Land-Use-Flächen hier und hier zusammenstoßen. Das heißt, es werden dieselben Knoten verwendet. Hier zum Beispiel wäre wieder zu empfehlen, mit der W-Taste einmal drüber zu gehen und den Wald aus der Straße rauszunehmen. So, Steuerung Z habe ich jetzt schon öfters gemacht, nicht dazu gesagt. Ich hoffe, die Tastenkombination kennt jeder. Die brauche ich, glaube ich, am häufigsten, wenn ich mich irgendwo verklicke. So, aber wozu brauche ich jetzt da dieses Kontur-Merge-Plugin? Wenn jetzt irgendjemand nicht so schöne Flächen gezeichnet hat. Okay, was ist das da? Farmyard Inding. Okay. Wenn jetzt jemand, angenommen, das wäre jetzt nicht schön und ich würde gerne diese zwei Wiesenflächen hier mergen. Macht man in dem Fall nicht, weil er die Straße inzwischen ist. So. Vielleicht finde ich irgendwo ein Beispiel, wo es nicht schön ist. Aber da waren die Leute sehr schön im Zeichnen, Malen nach Zahlen, so wie es gehört. Angenommen, jemand war nicht so schön im Malen nach Zahlen und hat da ein Feld hineingezeichnet, das ja ungefähr so ausschaut.
wie könnte ich das jetzt am effizientesten verbessern? So, ich habe hier ein Feld und ich würde gerne diese zwei Konturen hier verbinden. Dafür gibt es das Kontur-Merge-Icon links hier, Merge die Contours. Hier kann ich zuerst Punkte setzen, die miteinander verbunden werden sollten. Das heißt am besten die Endkonturen von sowas. Hier und hier. Und dann, sobald ich drüber mit der Maus drüber fahre, kann ich diese Kontur nehmen und hier raufziehen. Ja, geht wesentlich schneller, Dinge, ich sag's mal, topografisch korrekt darzustellen. So, das lösche ich jetzt wieder, brauche ich nicht mehr, war nur zum Zeigen. Ja, okay, Mapillary hatte ich. So, gehen wir mal wieder in die große Stadt, wo wir ein bisschen mehr Auswahl an verschiedenen Daten haben. So, wo waren wir da? Ganz wichtig beim Continuous Download Plugin, das ist hier aktiv. Man sieht hier im Menü, das ist leider die einzige Möglichkeit, dass man sieht es hier nur sehr schwach, unter Linux ist das noch viel schwächer. Continuous Download ist aktiv. In dem Fall, wenn ich jetzt rauszoome, schalte ich es bitte aus. Denn sonst passiert, ja. Sonst würde ich jetzt da genau versuchen, genau den Bereich runterzuladen. So, ich gehe jetzt wieder nach Salzburg. Um mich etwas der Suche zu widmen, eins der mächtigsten Features von JOSM ist gerade, wenn man in wenn man thematisch mappt, ist die Suche und die Filterfunktionalität. Die möchte ich jetzt kurz vorstellen. Für Filter haben wir irgendwo, es sind keine Salzburger hier. Ich schaue kurz nach München, da gibt es im Bahnhof ein paar Ebenen. Dafür ist die Filterfunktionalität sehr gut zu brauchen, Indoor-Mapping. Indoor-Mapping wird zum Chaos, sobald man mehr als zwei Ebenen hat, weil einfach so viele Dinge übereinander sind, dass man sich einfach nicht mehr durchsieht. Und der Durchblick ist ja das Wichtige, darum schaue ich jetzt hier mal kurz in München und zeige mal Filterfunktionalität und Suche. Suche und Filter verwendet in JOSM dieselbe Engine dahinter, ist dasselbe Dialogfeld. Es hat nur Auswirkungen einmal auf Selektieren, das heißt, welche Objekte habe ich in den Objektbuffer, den ich gerade bearbeite, und welche werden gerade angezeigt. So. Jetzt habe ich Continuous Download nicht aktiv. Das heißt, ich kann jetzt da beruhigt herumpannen, ohne dass ständig im Hintergrund, ja. So. Ja, okay, es ist Windows. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Entschuldigung. Was würde ich mit einer Filterfunktionalität normalerweise machen? Wenn jetzt die Dichte an Dingen, die gemappt ist, sehr hoch sind und ich will mich auf etwas konzentrieren, hätte ich gerne, dass ich gewisse Dinge ausblenden kann. Wenn ich mich auf Land-Uses konzentriere, will ich die Straßen ausblenden, denn ich will ja nicht meine Land-Use-Punkte irgendwie mit zufälligen Nodes an Straßen verknüpfen. Macht vielleicht an Grenzen, kann Sinn machen, aber meistens eigentlich nicht. Darum will ich zum Beispiel, wenn ich nicht Land-Uses mappe, Straßen unanwählbar machen. Das erlauben mir die Filter. Ich kann mit Filter entweder Dinge ausgrauen, dass ich sie nicht sehe und nicht anwähle, oder ganz ausblenden. Okay, habe ich das richtige Testgebiet gewählt. Hier sind viele Daten da. Im Filterdialog oder auch im Suchdialog sieht man einen großen Unterschied, ob man jetzt den Expertenmodus anhat oder nicht. Der Expertenmodus erlaubt einem wesentlich mehr Filterfunktionalitäten. Na komm. So. Kann jetzt wieder nur Theorie machen. Wonach kann ich suchen oder filtern? Filterfunktion erlaubt mir eine Regex-Suche, eine Key-Value, also Key-Value-Suche mit Regexes oder hin und wieder ganz praktisch modified. Es sind in dem Suchfeld, diejenigen, die einen Laptop haben und Steuerung F drücken, sehen im Suchfeld, wenn der Expertenmodus aktiv ist, viele Vorschläge. Darunter ist zum Beispiel Modified, das heißt, welche Objekte habe ich in der derzeitigen Session angegriffen. Kann durchaus interessant sein, wenn ich irgendwo sehe, okay, ich will jetzt eigentlich nur gewisse Punkte hochladen. Oder ich will kontrollieren, was habe ich gemacht, ohne dass ich den Validator laufen lasse vorm Hochladen. Jo. Ich fürchte auch, ich habe mir den Laptop leider ausgeborgt, weil mein alter 14 Jahre alter Thinkpad für einen aktuellen JOSM ein bisschen zu schwach ist. Ja, Fehler. Tue gerade Buße, Entschuldigung. Okay.
Kill All Java. Wie geht das unter Windows? Ah, da war jetzt irgendwas. Ja, Control Alt Fernen wäre in dem Fall ja angebracht. So. Okay, ich nehme nächstes Mal einen kleineren Bereich. So. Okay, auf ein neues. Suchfunktion. Bei der Suchfunktion gibt es im Expertenmodus jetzt sehr praktische Dinge. Und zwar, worin ich suchen kann. Ich kann entweder in der gesamten Auswahl suchen, was der Standardeinstellung ist. Das heißt, ich suche alles, was ich in meinem Node-Way-Relation-Speicher habe. Suche ich einfach nach gewissen Dingen, was sehr praktisch sein kann, um Suchen zu verfeinern. Ich kann jetzt natürlich eine elendig lange Query reinschreiben, die sage, such mir alle Amenities, die Opening Hours gesetzt haben und die Smoking gesetzt haben und die so und so gesetzt haben, solange bis das so lang ist, bis das aus dem Feld rausreicht. Oder ich kann in der derzeitigen Auswahl suchen, was durchaus sehr praktisch sein kann. Ich suche mir zum Beispiel mal alle Amenities, dann bekomme ich einen Überblick, was habe ich alles welche Amenities habe ich alles drin? So, jetzt nehmen wir bitte den kleineren Bereich. Und dann kann ich in dieser Auswahl wieder suchen. So. Okay. Nachdem ich gerade so viel von Suche rede, probieren wir mal die Suchfunktion aus. Ich würde gerne suchen, Steuerung F, nach allem, was Level ist gleich 0 gesetzt hat. So. Das ist im Münchner Hauptbahnhof, der ist eigentlich dreigeschossig. Da kann ich mir mal anzeigen lassen, okay, ich habe jetzt hier alle Dinge, die in der mittleren Ebene sind mit Level 0. Okay, das sind jetzt, hier haben wir eine Relation, 22 Linien, 6 Punkte. Okay, und jetzt würde mich noch interessieren, okay, ich will jetzt da alle Shops haben. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt Auswahl ersetzen angeklickt habe, sucht er mir im gesamten Kartenfenster. Zur Auswahl hinzufügen, fügt Dinge, die gesucht werden, zur aktuellen Selektion hinzu. Ich will im Moment in der Auswahl suchen und ich hätte gerne alle Shops. So, jetzt habe ich alle Shops in Ebene 0 selektiert, die ich dann mit einem weiteren Tag für irgendwelche Indoor-Sachen weiterverarbeiten könnte. Mit der Suchfunktion Hand in Hand, weil selbe Engine dahinter, geht die Filterfunktionalität. Die Filter findet ihr links Filter. Und hier kann ich dasselbe machen. Ich will einen neuen Filter, in dem Fall Auswahl ersetzen, mit Level ist gleich 0. So. Und dieser Filter ist jetzt aktiv, in dem Fall filtert er mir alles weg, was Level 0 ist. Das heißt, ihr seht jetzt hier viele Dinge, die grau sind. Den Filter kann ich invertieren, dann sehe ich nur, was Level 0 ist. Und dann kann ich noch den zweiten, das ist typisch Windows, unter Linux stehen hier kleine Buchstaben, die mir sagen, was diese Spalte bedeutet. Wenn ich jetzt hier klicke, blendet er mir alles aus, was ich gerade nicht in diesem Filter drin habe. Das heißt, hier kann ich ganz bequem Dinge in Level 0 editieren. Und sobald ich etwas anlege, Vorsicht, sehe ich es nicht, weil es hat ja keinen Level 0 Tag. Wenn ich jetzt hier irgendwo ein Gebäude reinzeichne, ist es sofort wieder weg, weil es hat ja keinen Level 0 Tag. Hier könnte ich natürlich dann in dem Fall zum Beispiel in den Filter so bearbeiten, dass ich sage Level 0 und ist glaube ich sowieso End, brauche ich nicht schreiben und jetzt könnte ich noch sagen or modified. Alle Objekte, die ich in dem Moment angegriffen habe oder die Level 0 sind, in dem Fall vom Filter. So kann ich ganz bequem hier arbeiten und wenn ich dann suchen will, okay, in der Auswahl, ich würde gerne alles sehen, was Level 0 ist. Also ich würde gerne alles sehen, in dem Fall, was vielleicht nicht Level 0 ist. Dann sage ich etwa, das ist auch etwas ganz nettes Feature, was man normalerweise nicht kennt, okay. Wie invertiere ich die Auswahl in JOSM? Geht mittels Filterfunktion und zwar, muss man wissen, minus selected. Alle, die nicht selected sind, invertiere die Auswahl. Braucht man auch hin und wieder. Warum habe ich jetzt so viele Knoten? Naja, die Knoten haben ja hier kein Level 0 gesetzt, darum hatte ich sie vorher nicht in der Filterauswahl. Was ich machen müsste, etwas zeige ich auch gleich. Die meisten werden es kennen. Für die, die es nicht kennen, wird es ein Aha-Erlebnis. Ich kann in meiner Auswahlliste in der History zurückgehen.
Ich hatte vorher alles mit Level 0 selektiert, jetzt habe ich einen Haufen Punkte, die ich nicht mehr brauche. Ich gehe einfach eins in der Auswahl zurück. Und wenn ich jetzt zum Beispiel alle Gebäude hätte und alle Punkte, gibt es dafür auch was. Ich suche mir hier mal alle Gebäude raus. Entweder ich klicke hier, gehe mit Shift so weit runter, bis ich nur mehr Gebäude habe, klicke dann auf Auswahl. Dann habe ich alles, was ein geschlossener Weg ist. Und warum sind die da nicht drin? Warum ist der nicht drin? So, Auswahl, 13 Linien, eins zurück. Von hier. Ah, okay, er hat die so selektiert, dass die gedeckten Elemente drunter waren. Ich könnte jetzt aber auch einfach in der Auswahl suchen nach allen geschlossenen Objekten, und zwar Closed Way. Ah, okay. In dem Fall. Okay, warum hat er mir jetzt nur... Oder ich könnte wahrscheinlich auch... Ah, Closed Type Way muss ich schreiben. Type Way. Type Doppelpunkt Way. So, jetzt habe ich alle geschlossenen Wege in der Suche. Ja, Select History haben wir, Suche. Etwas für... Genau, wenn ich jetzt alle Objekte haben will, samt ihrer Punkte, gibt es dafür auch was. Und zwar unter weitere Werkzeuge ist jetzt durch das Utils-Plugin ein Haufen Zeug dazugekommen. Unter anderem gibt es da irgendwie noch auch, ich finde es jetzt nicht in der Ding, aber es ist Punkte auswählen. Ich kann zum Beispiel von einem Weg alle Punkte auswählen mit Steuerung Shift N. Habe ich alle Punkte. Brauche ich hin und wieder, wenn ich Hochspannungsleitungen zeichne. Das heißt, ich zeichne zuerst den Weg, klicke den Weg durch. Dann wähle ich davon alle Punkte aus und setze die Pylone. Ja, was haben wir dann noch? Styles haben wir, Presets. Presets, ja, dadurch, dass bei den Vorlagen jetzt ein bisschen mehr sind, sind jetzt ein paar Sachen dazugekommen. Ah, okay, da gibt es ein paar Vorlagen, das sind die einfachen. Und um neue Wikidecks gibt es jetzt alles, was irgendwie neu ist und noch nicht im JOSM drin ist. Wer es noch nicht kennt, JOSM-Vorlagensuche, F3. Ich verwende nur mehr F3, ich grabe mich nicht mehr durch Menüs durch. Zum Beispiel Auto. Oder Bicycle oder Fahrradabstellplatz, wenn es auf Deutsch ist. Durch die Menüs war ich, ja, wenn es die Suchfunktion gibt, wozu noch Menüs verwenden. Man kann sich die Suchfunktion, die war mal hier, warum ist die verschwunden? Gab es auch mal. Ja, einen Kartenstil. Nein, jetzt möchte ich nicht hochladen. Einen Kartenstil möchte ich noch kurz vorzeigen. Und zwar in dem Fall muss ich in meine Heimatstadt, also in meine Wahlheimat. Kartenstile, wir haben bereits die Turnlanes gesehen. Warum sehe ich jetzt nichts mehr? Ich schätze mal, weil sehr viele Leute mit JOSM unterwegs sind und ich weiß nicht, ob ich eine eigene IP habe hier. Das ist auch oft, wenn ich JOSM-Workshops mache, sage ich, bitte holt euch jeder seine eigene Internetverbindung. Denn wenn zu viele Leute gleichzeitig mit derselben IP rumsurfen, blockt einen OpenStreetMap. Und ich schalte jetzt hoffentlich mal auf einen anderen um. Na, geht auch nicht. Oder hat es mich gerade? Na, okay, gut. Dann bleiben wir in München. So, schauen wir mal, ob wir überhaupt noch irgendwo Daten kriegen. Ja, so. Filter ausschalten, sonst sehen wir nichts mehr. So. Continuous Download Plugin ist unter Windows Alt-Shift-D zum Aktivieren. Ich habe meistens meine Hand irgendwo auf WASD und Alt-Shift-D, damit ich das Continuous Download Plugin schön ein- und ausschalten kann. So. Okay. Kartenstil. So. Okay, jetzt nicht. Okay, das ist genau ein Kartenstil, den ich noch herzeigen möchte. Den habe ich mal für ein Projekt gebraucht, wo ich Rollstuhlrouting implementiert habe. Ich werde danach ein paar Tags hinzu. Ah, das ist ein Pelikan. Kurz auf Zebra ändern. Crossing. Fehlt da. So.
Und da haben wir für unseren Router genau eingetragen, ist das jetzt ein Footway Crossing, dann macht man das Ziel in Zebrastreifen, oder ist das ein Footway Sidewalk, und dann noch die Oberfläche dazu. Und dann könnte ich hier noch die, Curb, den Bordstein eintragen, die Bordsteinhöhe in 3 cm zum Beispiel. Und dann den Curb Lowered. Jetzt habe ich meinen Preset noch nicht drin, was ich dafür habe. Das ist Curb Hey. So, und hier habe ich zum Beispiel jetzt einen Stil, der mir den Bordstein in 3 cm Höhe mit abgesenkt darstellt. Die Stiegen in die Richtung habe ich auch als Stil. Also das sind so Dinge, ein Stil kann man sich ganz schnell selbst schreiben, das ist Kado CSS. Die Stile kann ich hier sogar anzeigen lassen, rechte Maustaste Info. Und unter Quellcode kann ich manche Stile, kann ich die hier bearbeiten? Nein, das geht nicht. Aber ich könnte die Stile direkt in dem Ordner, wo sie liegen, bearbeiten und JOS reloadet sie automatisch neu. Also ich habe mir hin und wieder schon selbst kleine Stile geschrieben, wenn ich gewisse Mapping-Aufgaben hatte. Den Stil habe ich geschrieben, der war eben relativ kräftig für meine Rollstuhlfahrer, die teilweise auch von den Augen nicht ganz so gut waren, darum sind hier die Symbole etwas größer. Ja, also Stile schreibt man sich in dem Fall einfach, wenn man spezielle Aufgaben hat, und ich habe den natürlich dann der Allgemeinen zur Verfügung gestellt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute den verwenden. Ich brauche ihn regelmäßig in Graz, weil wir haben die komplette Innenstadt barrierefrei erfasst. Mit jeder Gehsteigkante, jeder Steigung. Ja, macht auch einen lustigen Router draus. So, was wollt ihr noch wissen? Gibt es Fragen? Welches Feature habt ihr schon immer in JOSM gesucht? Bitte. Ja, im Übergang zu größeren Waldflächen, dort werden oft Multipolygone verwendet. Genau. In Verbindung, im Übergang von Multipolygonen zu Normalpolygonen, die Verbindung macht oft das Schwierigkeiten. Ja, da haben wir sicher irgendwann Multipolygon. Unterschied Multipolygon, normales Polygon. Der Übergang ist so, dass oft ein normales Flächenelement, das heißt ein geschlossener Weg, an ein Multipolygon grenzt. Es ist dann oft so, dass man gezwungen ist, irgendwie den normalen Weg auch in einem Multipolygon aufzutrennen. Das ist jetzt meiner Meinung nach Geschmackssache. Ob ich jetzt hier, das ist ein normales Polygon. Haben wir irgendwo Multipolygon? Nein, das ist auch ein normales Polygon. Ich mache jetzt schnell ein Multipolygon draus. Wie macht man am schnellsten ein Multipolygon draus? Man nimmt einen inneren Weg, markiert den äußeren und den inneren Weg und drückt dann einmal STRG B. Macht einmal ein Multipolygon draus. Kopiert dabei die Tags von dem äußeren Weg, der jetzt tagfrei sein soll. Okay, vielleicht hat er es gerade mit dem Swimmingpool nicht gemacht. Hallo? Ah, vielleicht muss der innere ein Land-Use sein. Weiß ich nicht. So, und wenn ich jetzt das hier... Ah, das ist unter Windows nicht STRG-B, sondern irgendwas anderes, Werkzeuge. Multipolygon erstellen. Ja. Bug. Multipolygone lassen sich im Normalfall ganz leicht erstellen, indem man äußeren und inneren Weg und dann einmal STRG-B drückt, aber Werkzeuge, Multipolygon erstellen. Jetzt hat es funktioniert, warum auch immer, erst jetzt. Also meiner Meinung nach sind Multipolygone so schnell erstellt, dass ich mich inzwischen nicht mehr davon scheue, sie aufzutrennen. Und wenn ich jetzt hier, das ist jetzt der klassische Fall, ich habe hier einen Weg, der geschlossen ist und der dieselben Punkte hat wie das Multipolygon. Am Multipolygon-Weg setzt ein bisschen keine Tags drauf. Manche Leute machen es jetzt so, dass sie das Ding auch in ein Multipolygon umwandeln und dann hier auftrennen. Ich drücke jetzt P. Ja, und er fragt mal, welches Element soll die History übernehmen. Fragt er nur im Advanced-Modus, in dem Fall die längere Strecke, passt schon. Und manche Leute trennen das auch hier noch auf. Hier und hier. Und dann gibt es nämlich die Eigenheit, dass halt, wenn es bei sowas kommt, normalerweise kommt hin und wieder öfters vor, dass dann ein Wegstück ist, was doppelt vorhanden ist. Der Validator meckert dann beim Hochladen, da ja ein Weg mit derselben Kontur da ist. Die schöne Lösung ist, einen der beiden Wege zu löschen. Aha. Okay, hier sind 4 Relationen betroffen.
Das ist richtig, das ist der Nachteil davon. Also ich würde vorschlagen, keep it simple. Es macht nichts, meiner Meinung nach, wenn zwei Waldflächen aneinander stoßen, wo die gleichen Tags gesetzt sind. Manchmal braucht man die ja auch, wenn der eine Wald so heißt und der andere Wald so heißt. Es geht Wald in Wald über. Ich würde sie als zwei Flächen zusammenlassen. Multipolygone aufteilen muss ich Ihnen wieder, denn in der Steiermark hat jemand mal ein Multipolygon über das halbe Bundesland gezeichnet. Da haben wir dann ungefähr ein Jahr gebraucht, bis wir das klein gekriegt haben. Da waren auch viele solche Fragestellungen dabei. Und ja, wie teilt man ein Multipolygon am effizientesten auf? Bei den Multipolygonen war es oft so, bei diesem riesen Monster-Ding, da waren viele kleine Inner Members drinnen, die teilweise in dem Multipolygon drin waren, teilweise waren sie nicht gesetzt. Wenn man dann rausgezoomt hat, ab einer gewissen Zoom-Stufe, hat der Mapnik die Midos nicht mehr über den Wäldern gerendert, dann war auf einmal alles grün. In den niedrigen Zoom-Stufen fällt es nicht auf. Aber im grüneren, wenn man dann rausgezoomt hat, haben wir die komplette Steiermark grün. Gut, die Steiermark ist das grüne Bundesland Österreichs, aber so grün dann doch nicht. Und da sieht man dann, wo der Nachholbedarf war. Wenn man, ich glaube, es hat irgendwie zwischen 12 und 13 irgendwie beim Rauszoomen, dann hat man dann gesehen, wo die Multipolygone kaputt waren. Wie mache ich jetzt am schnellsten ein Multipolygon, wo ich dann die Inner Members hinzufüge? Und zwar, okay, das ist in dem Fall ein Swimmingpool. Ich nehme mal an, es ist ein Land Use. Es gibt da die Select-Funktion, Auswahl, alles innerhalb. Die finde ich sehr praktisch. Und da kombinieren wir jetzt mal Auswahl, alles innerhalb. Nichts gefunden. Okay. Ich selektiere jetzt mal nicht ins Multipolygon, sondern, wie geht das in Windows? Mittlere Maustaste. Ja. Unter Linux geht es mit Alt-GR. Unter Windows ist ein bisschen ein Krampf, zwei übereinander liegenden Linien das richtige Element zu filtern, und zwar in dem Fall. Ah, genau. Steuerung gedrückt halt, mittlere Maustaste drücken, Steuerung gedrückt halt, und jetzt kann ich den Weg bitte auswählen. Genau, jetzt habe ich den in der Auswahlliste. Wo ist er? Habe ich jetzt gar nichts, den Weg. Und jetzt, das sage ich, Auswahl, alles innerhalb. Nichts gefunden. Ah, stimmt, ich habe nicht nur einen Weg. Ich werde das Multipolygon auswählen. Und in dem Multipolygon, also Rechtsklick Relation auswählen, kann ich dann alles innerhalb suchen. Ich konnte nichts innerhalb finden, weil der Weg nicht geschlossen war. So, und jetzt, da habe ich alle Elemente, die innerhalb dieses Multipolygons drin sind. Und jetzt mache ich nochmal schnell eine Suche. Und zwar innerhalb der Selektion, innerhalb der Auswahl, nach Leisure Swimming Pool. So, das wären, eigentlich würde ich nach Land Use Meadow suchen. Und jetzt habe ich alle inneren Elemente, die ich hinzufügen will, selektiert. Das funktioniert auch mit 100 Inner Meadows. Mach die Relation auf, rechte Maustaste editieren. Na, wo ist sie, bearbeiten. So. Und dann gehe ich wieder in die Auswahlhistorie zurück, nehme meine drei Linien und füge sie dem Multipolygon als Inner Member hinzu. Den Workflow haben wir in der Steiermark sehr oft gebraucht. Bitte? Darf ich da auf das Plugin Real Toolbox hinweisen? Wie heißt das? Real Toolbox. Ah, die Real Toolbox. Ah. Ja, ich hatte die mal installiert, habe den Sinn noch nicht herausgefunden. Wenn du mir den Sinn dann zeigen kannst, wäre ich sehr dankbar. Ja, und das war eins der Plugins, wo man nicht neu starten muss. Okay, wie funktioniert die Real Toolbox? Also das, wenn man etwas Übung hat, dann schafft man das auch als Laie flüssig mit Multipolygonen zu arbeiten. Okay, so, ich mache mal da alles zu. Und zwar, ich habe hier ein Multipolygon. Und was kann dieses Plugin jetzt? Kann man mit dem Minus sehr gut sozusagen hinzufügen und entfernen. Ha! Danke. Und das macht das Ganze für den Laien anwendbar. Das heißt, ich habe hier und hier. Ein Plus habe ich nicht. Ah, Plus, Minus. Genau. Also wenn man zwei selektiert hat, dann weiß er nicht mehr, was er machen soll, und dann kommt das Plus, Minus. Aha, okay. Rel Toolbox. Okay, danke für den Hinweis. Also, weil du vorhin gefragt hast, ob man irgendwie, also ich hätte eine Mapping-Aufgabe, die mich immer irgendwie davon abhält, das letztendlich doch zu machen. Mhm. Also das Problem ist, also ich persönlich finde Topologie ist wichtiger als absolute Positionsgenauigkeit. Das heißt, wenn ich eine Kreuzung habe, die nicht wirklich so ist, wie eine Kreuzung normalerweise sein sollte, sondern eigentlich zwei nebeneinander stehende Einmündungen. Okay.
dann würde ich sowas gern trennen. Mhm. Also sozusagen, Weg 1 kommt von oben rein, Weg 2 kommt von unten rein. Und die sind leicht versetzt, das heißt, es ist keine normale Kreuzung. Die gehen nicht auf einen Node drauf, also quasi aus einem Node 2 machen. So, das heißt, es schaut so aus, sollte aber dann eigentlich so aussehen. So. Genau, so. Das ist noch relativ einfach, wenn das zwei Straßen sind. So, ja. Wenn wir jetzt aber da 30, 40 Relationen drüber laufen haben. Ja. Das ist ganz häufig, wenn es zum Beispiel Buslinien und Radwege sind, dann wird man da wahnsinnig, weil man eigentlich alle 20 Relationen kaputt macht. Das ist richtig. In dem Fall behelfe ich mich oft, dass ich zuerst einmal diese Straße da, so soll es werden, den tue ich wieder weg. Ja. Und also es soll dann ja so werden, so ungefähr. Und was mache ich da? Ich trenne zuerst diese von dieser. Ich ziehe die mal mit G runter. Ja, aber an der Stelle mache ich ja schon die Relationen. Wenn da Relationen von hier nach hier sind. Also wenn welche Relationen sind, die abbiegen. Ja, also normalerweise, also muss ich jetzt noch eine Relation drüber machen, dass man das halt sieht. Was ich hin und wieder mache, wenn ich jetzt ein kurzes Wegstück einfüge, ist folgendes. Ich trenne das zuerst mal ab. Ich mache dabei schon ein paar Relationen kaputt, macht aber nichts. Denn ich will diese Relationen erhalten, die hier drüber gehen. Die will ich oft erhalten. Dann mache ich folgendes. Ich füge hier einen Punkt ein. So, ich gehe aufs Plus, ziehe den rauf. Trenne das dann ab, dann habe ich hier und hier ein kleines Wegstück und dieses Wegstück ist jetzt in den Relationen drinnen, die von hier nach hier gehen. Und dann kann ich zum Beispiel Folgendes machen. Ich trenne hier auf, habe ich schon aufgetrennt? Nein, nicht hier, ich hätte gerne hier auftrennen. So. Hier. So. Das wäre die eine Variante. Und die andere Variante ist die, das hängt dann vom Fall ab, welche Relationen da sind. Ich kann auch versuchen, diesen Weg mit diesem Weg zu mergen. Dann haut er mal, also dann gibt er mir dieses lange Stück da in diese Relationen hier hinzu. Ja. Somit habe ich aber automatisch auch alle Relationen, die auf diesem Wegstück waren, auf dieses kleine Wegstück übertragen. Und danach lösche ich aus allen Relationen, wo ich es nicht mehr brauche, dieses Wegstück wieder raus. Dann bleiben sie auch in der richtigen Reihenfolge erhalten. Also das wäre einer der Workflows. Man muss vorher viel nachdenken, aber es funktioniert. So, ich glaube, eine Frage noch, weil wir sind jetzt eh schon um 11 und um 11 will der nächste starten. Ja, na, ja, bitte. Das ist ein typischer Anwendungsfall für das Regenwurf, wo man die Relationen da wieder zerlegen kann, dass sie dann halt Muss ich das für jede Relation einzeln machen oder kann ich das auch mit 20? Macht man das jede Relation getrennt, aber hier geht es um ganz kleine Kreuzungen, wo man Relationen dann gut entschleifen und wieder zusammenführen kann. Ja, das ist richtig, geht, aber alleine in Graz haben wir über den Hauptverkehrsknotenpunkt 250 Relationen pro Stück drüber liegen. ja. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr geguckt, wie viel da drüber gehen. Es gibt, ich weiß nicht, wer Rothenburg, ob der Tauber kennt, da gibt es eigentlich eine Hauptzufahrtsstraße, da laufen irgendwie 20 Fahrradwege und 20 Buslinien drüber oder sowas. Und da wollte ich mal halt irgendwie so eine versetzte Einbindung. Also. Ja, bei uns ist es so, dass von den Überlandbussen jeder Schülerkurs extra eingetragen wird. So, am Montag fährt er dieses Eck mit, am Freitagnachmittag nimmt er von der Fabrik diese Arbeiter mit. Da sind dann pro Buslinie 20 verschiedene Relationsvarianten drinnen. Und die haben wir da auch alle drauf. Und darum auch diese 200. Bei der Gelegenheit die Frage, wie sinnvoll ist es, tatsächlich Relationen auf Straßen zu legen? Ich enthalte mich meiner Meinung. ich sehe es ja bei der Problematik bei den 200 Buslinien in Graz. Es wäre natürlich schön, gemeinsame Wegstücke in eine Relation zusammenzufassen und darauf dann die Relation zu legen. Wie weit allerdings die Anwendungsprogramme sind, diese dann noch darzustellen, liegt halt an den Renderern für die ÖPNV-Karten.
Da müsste man zuerst die ÖPNV-Kartenrenderer dazu bringen, Relationen von Waze darzustellen und dann ja bitte gerne. Ja, okay, vielen Dank. Ich bin noch die nächsten 4 Tage bis Mittwoch am Abend da. Wenn jemand Fragen hat, immer gerne. Ich werde mich auch etwas kümmern um einen OpenStreetMap-Stand auf der Foskis. Ich würde mich freuen, wenn noch Leute bereit wären, hin und wieder ein paar Stunden auszuhelfen. Ich würde mir auch gerne den einen oder anderen Vortrag anschauen. Und ich werde die nächsten Tage durchaus an dem OpenStreetMap-Stand vertreten sein. Der soll ja eh der Treffpunkt für uns OpenStreetMapper dann werden. Okay, vielen Dank. Thank you.